Herr Abgeordneter Peter Weidinger, Sie haben das Wort. Peter Weidinger, Konsumentenschutzsprecher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, der ÖVP. Frau Staatssekretärin, Hohes Haus. Zunächst, für uns steht ganz klar im Mittelpunkt, dass das analoge und dass das digitale Leben miteinander möglich ist und dass wir die Selbstbestimmung des Menschen forcieren. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit und dafür stehen wir auch. Und daher ist es für uns auch notwendig, dass wir Ängste und Sorgen ernst nehmen, aber im Gegensatz zur FPÖ, die eine Bewirtschaftung dieser Probleme betreibt, ganz klare Lösungen auch vorschlagen. Und das machen wir auch mit diesem Gesetz. Wir schaffen hier eine Vereinheitlichung von Regelungen, dass Sie, meine Damen und Herren, Vertrauen haben können, wenn Sie ein europäisches zertifiziertes Produkt kaufen, eine Dienstleistung im IT-Bereich, eine Software, dann wissen Sie, dass das den höchsten Sicherheitskriterien entspricht. Und das ist ein kluges Gesetz, weil es nämlich individuell angewendet wird. Nehmen wir her eine Technologie im Bereich der Flugsicherheit. Da braucht man höhere Sicherheitsstandards. Das wird zertifiziert über diese neue Behörde. Damit vereinheitlichen wir und vereinfachen wir den Zugang zum europäischen Markt. Weil es geht für uns, für die österreichische Wirtschaft und um die Sicherung des Sozialsystems und des Sicherstellens von Arbeitsplätzen und von innovativen Betrieben darum, dass wir ein Eingangsportal haben zum europäischen Binnenmarkt. Und Sie wissen ganz genau, dieser europäische Binnenmarkt, wenn er verwirklicht ist, hat das im Potenzial 600 Milliarden Euro zu entfesseln, was gut ist für die österreichische Wirtschaft und für die Arbeitsplätze. Dieses Sprungbrett ist aber auch eine Maßnahme, um unbürokratischer zu werden, weil sie Klarheit und Sicherheit schafft für alle Betriebe, nicht nur in Österreich, sondern auch für Betriebe europaweit hier in Österreich sich zertifizieren zu lassen. Wir arbeiten ganz eng und intensiv mit dem BSI zusammen. Das ist quasi die deutsche Schwesterbehörde, die hier über hohe Expertise verfügt. Und mit diesem Schritt sind wir schnell, wir sind entschlossen, wir gehören zu den führenden Ländern in Österreich und wir geben damit viel Vertrauen in den Markt und vor allem für die Konsumentinnen und für die Konsumenten, dass wenn sie europäisch einkaufen, sie gut einkaufen. Und natürlich werden damit die Verschwörungstheorien der FPÖ Lügen gestraft, die behaupten, dass hier die Fremdbestimmung von Brüssel forciert werden würde. Es ist ja genau das Gegenteil. Die 5 Abgeordneten der FPÖ, die sich noch in dem Saal befinden und leider nicht den Ausführungen zuhören, die können es dann im Protokoll nachlesen oder auch nachsehen auf der DVD, wird dann sicher auch die Information sehr, sehr am Herzen liegen, dass es notwendig ist, die Menschen transparent und offen zu informieren und eher die Menschen mitzunehmen auf die Reise. Ich denke hier an ganz viel beherzte Initiativen von Gemeinden, wie zum Beispiel aus der südlichen Steiermark, die schon seit Jahren Workshops anbieten, die Kurse anbieten und Menschen digitalisieren und mitnehmen. Und ich habe mich so gefreut, wie ich einen Artikel gelesen habe, dass eine 82-jährige Japanerin, die hat mit 60 erst gelernt, mit dem Computer umzugehen, eine App-Entwicklerin ist. Die ist eingeladen worden von einem großen Konzern und hat dort präsentiert ihre Senioren-Apps. Wir leisten mit der Einrichtung dieser Behörde einen Beitrag, dass diese Lebensträume auch in Österreich wahr werden können. Und wir wünschen uns, dass diese Innovation, nämlich der Umgang mit digitalen Wegen, damit es bequemer und benutzerfreundlicher wird, immer aber mit dem Augenmerk, dass es auch analog möglich ist, dass das in Österreich auch nicht nur für Seniorinnen und Senioren, sondern für alle Gemeinden und für alle Menschen möglich wird. Daher darf ich jetzt auch eine Begrüßung nachholen, nämlich von der neuen Mittelschule Axams im Namen von der Frau Abgeordneten Rebecca Kirchbaumer. Schön, dass ihr da seid. Und das ist auch... Es ist auch die Generation von diesen jungen Menschen, die da gerade oberwinken an uns alle, für die wir in Verantwortung stehen. Ihr könnt euch sicher sein, wir arbeiten hart daran, Vertrauen und Hoffnung zu geben, euch und euren Eltern und den Großeltern, wo auch viele heute der reifen Generation hier sind, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und dabei auf die Ängste und die Sorgen eingehen. Das tun wir mit europäischen Sicherheitsstandards. Die sind die besten und die europäischen Sicherheitsstandards, die sind auch diejenigen, die uns helfen, dass wir im Konzert der globalen Wettbewerbsfähigkeit, im Umgang mit China, mit den USA, hier eine Vorreiterung
Vorreiterrolle auch, was die Sicherheit der Standards betrifft, einnehmen und damit die Menschen mitnehmen. Weil unser Motto ist es, wir lassen niemanden zurück. Wir wollen, dass die Technologie und die Digitalisierung dem Menschen dient und nicht der Mensch der Digitalisierung. Deswegen ist dieses Gesetz ein wesentliches, diese Behörde vereinfacht, entbürokratisiert, beschleunigt und es wird zentral beim Bundeskanzleramt eingeführt. In diesem Sinne ersuche ich Sie im Interesse der Republik und aller Menschen aller Generationen, dass Sie dieses wichtige Gesetz auch unterstützen. Applaus